Willkommen im Restaurant Arondi. Heute wollen wir unseren selbstgemachten Räucherlachs weiterverarbeiten. Aus unserem schönen Räucherlachsstück machen wir ein Boston Maki. Für das Maki schneiden wir uns ein paar dünne Scheiben ab. Aber wir wollen ja erstmal probieren. Perfekt. Richtig lecker. Aber richtig lecker. Am besten immer kurz über der Haut lang schneiden, damit das Braune an der Haut bleibt. Das wollen wir nicht mit haben. Das schmeckt manchmal ein bisschen tranig. Und noch ein Stück zum Probieren für den Kameramann. Für unser Boston Maki brauchen wir ein Nori-Blatt, Frischkäse, Reis natürlich und Räucherlachs. Wir nehmen wieder unsere Bambusmatte, ein Nori-Blatt mit der glatten Seite nach unten. Ihr seht, es spiegelt ein bisschen, ja, das ist die glatte Seite. Nach unten, bündig mit der Kante, Hände ein bisschen anfeuchten und eine Portion Reis verteilen auf dem Blatt. Die Kante ein bisschen mehr Platz lassen, die unten ein bisschen knapper. Jetzt machen wir eine kleine Furche drin. Da kommt unser Wasabi rein. Jetzt nehmen wir unseren Räucherlachs. Dünne Scheiben Räucherlachs. Eine Scheibe und noch eine Scheibe. Das reicht schon, der Räucherlachs ist sehr kräftig im Geschmack. Damit es nicht zu kräftig wird, ergänzen wir die Sache jetzt mit Frischkäse. Wir benutzen dafür natürlich wieder unseren französischen Frischkäse. Ihr könnt auch Philadelphia nehmen, wie es euch schmeckt, wie ihr wollt. So. Jetzt die Oberkante kurz anfeuchten, festhalten, ein bisschen andrücken, umklappen, ranziehen. Ihr seht, Streifchen ist noch frei, wie beim Zigarettendrehen. Überklappen, mit drei Fingern drücken gleichzeitig, dass die Rolle ein bisschen viereckig wird. Weiterdrehen. So. Ihr seht, die Naht ist noch nicht ganz perfekt. Wir legen das auf die Naht und lassen es kurz liegen, dass es zusammenklebt. Messer kurz anfeuchten, Spitze eintauchen, auftippen. Der Wassertropfen läuft an der Klinge runter bis zum Ende. Prima, die Naht ist zu. Wir schneiden durch. Wie immer in 6 Teile. Fertig ist unser Boston Maki. Kaltgeräucherter Lachs, französischer Frischkäse, bisschen Ingwer dazu, Wasabi. Guten Appetit. Das war's für heute. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert unseren Channel.